das vielleicht wichtigste frühe Modell, auch die erste Muse von Balthus, war Antoinette de Watteville, die wir hier dargestellt sehen, eine Schweizerin aus wohlhabendem Haus, in die sich Balthus schon früh verliebt hatte, die ihn aber anfänglich verschmähte. Gerade diese unglückliche Liebe wird auch in diesem berühmten Doppelporträt mit dem Titel La Toilette de Cathy thematisiert. Balthus bezieht sich hier auf eine berühmte literarische Figur, nämlich auf die Figur von Heathcliff aus dem berühmten Roman Wuthering Heights von Emily Bronte, als ein wichtiger Roman aus dem 19. Jahrhundert, wirklich eine Ikone auch der englischen Literatur. Und gerade in diesem Roman geht es um diese männliche Figur, um Heathcliff, der sich in Catherine, in Cathy verliebt, die ihn aber verschmäht, nicht zuletzt auch, weil sie aus verschiedenen sozialen Schichten stammen. Mit dieser Figur identifiziert sich Balthus. Er stellt sich in diesem Porträt auch oder in diesem Gemälde auch selber als diese Figur dar. Also es ist in dem Sinne ein Selbstporträt und zugleich ein Porträt seiner dann zukünftigen ersten Ehefrau Antoinette de Watteville, die ihn dann im Jahr 1937 doch als Ehemann annehmen wird.